ich bin halt jetzt richtig verwirrt auch. Das heißt, wir müssen Solo-Commentary machen mit dir? Ja, ich verstehe halt gar nichts von dem, also gar nichts. Also, ich hab mal, Bock, wenn du magst. Ich weiß mal... Also, wir werden ja wahrscheinlich so lange wach sein, auf jeden Fall. Okay, Bayern, für wen seid ihr? Das ist eine ganz wichtige Frage. Seid ihr Cookies Boys oder Robber Boys? Du kannst halt zur Not kannst du immer in meinem Zimmer chillen. So. Du weißt, du bist Teil der Familie. Das ist eine Mutter, die ich höre. Du warst ja lange nicht mehr hier. Ja? Jetzt kann ich was nicht sagen. Oh, geht's los, Alter? Was meinst du, wer das gewinnt? Du musst kannst du die Dinger erinnern kurz? Achso, ja, stimmt, ne? Ich habe gerade gefragt, was Bayern eher hat. Oder was es sind. Digga, die Bayern müssen uns gerade mal sagen, wer die richtige Farbe ist. Ich habe keine Ahnung. Blaues Buchs, okay. Dann ist das richtig. Ja, ist okay. Es auch. Nicht da, also musst du kommentieren. Du musst mit kommentieren. Ihr müsst das alle mit kommentieren, weil wir wissen nicht. Ja, okay, ich bin der Experte in Peach-Schüttung. Okay, also wir haben Robber Boys. Er hat einen Down-Special. Nein. So verwirrt, alle. Ich habe das Gefühl, dieses Set könnte lange dauern. Aber ich hab zum Glück ein neues Bier. Ich verstehe halt auch, ja, also... Ich brauch noch ein Bier jetzt. Okay, ja, eine Hunde ist gerade gestorben. Hast du Luft? Hast du Luft? Wo ist die Luft? Ist im Kühlschrank. Hey Chad, wollt ihr Luft haben? Luft? Luft? Cerveza? Nein, Cerveza noch nicht. Eine? Also Luft ist im Kühlschrank und ich habe sie mit dem Community-Geld gekauft. Echt? Sie kostet nix. Gar nichts. Das sei die Überraschung. Luft? Atmen ist ein Menschenrecht, okay? Ey, Rata de la Tormenta, warst du jetzt zugelassen für das Turnier oder nicht? Warum bist du nicht hier? Ja. Rata de la Tormenta. Was ist eigentlich schlimmer? Was ist eigentlich schlimmer? Das zu gewinnen hier dieses Turnier? Oder gerade nicht so reinzukommen? Wenn du es gewinnst, Fall. Dann hast du schon was gezeigt. Ja, aber wow. Ich finde, das ist gut, wenn du es gewinnst. Das kann ja auch bedeuten, dass du einfach anders. Ziel ist das. Es müsste danach ein Grand Final. Der Gewinner muss gegen Ziel spielen. Ja, aber Digga, Geldjo gegen Ziel geht halt immer 3-0 aus. Aber Sil hat auch, Geldjung hat auch mich auch zu einem Money-Match aufgefordert. Ich glaube, er könnte. Echt? Geldjung hat dich zu einem Money-Match? Ja, er könnte das auch gewinnen. Ich bin ein bisschen hardcore und ich habe heute gar nicht gespielt. Der Gewinner danach spielt gegen Sil. Ey, Geldjung, willst du auch ein Money-Match gegen meine Samus machen? Meine Samus ist das volle Tent, er spielt gerade gegen. Ja, er will es wirklich. Ich glaube, Buchs führt gerade, aber ich bin verwirrt. Aber meine Samus. Das ist bestimmt Buchs. Habt ihr überhaupt die Fahnen richtig? Ist es. Buchs hat wirklich nur von seinem Luck gecarried, dieses Turnier. Ja, das letzte Mal war es so ziemlich zu null. Zenu 3-0, Geldjunge halt, glaube ich, die letzten drei Male. Also, was super komisch ist, weil Geldjunge, glaube ich, gegen alle anderen super knapp spielt, aber Zenu bumst ihn einfach. Aber Zenu guckt so. Ja, aber so genervt, Zenu guckt halt genervt. Ich habe ihm gerade ein gerades Bier gegeben, so ich weiß nicht, was er will. Zenu muss danach gegen den Gewinner des Turniers spielen. Ey, Zenu ist auch sick geworden, weil ich ihm gezeigt habe, wie man gegen Sheik spielt. Man muss einfach die Ledge grabben. Digga, ich glaube, er hat das Matchup schon lange vor dir gelernt. Nein, er konnte nix. Ist das auch mein erstes Game? Willst du ein bisschen mitkommentieren, Diggi? Wir sind seit aber das ist auch mein erstes Game. Aber das ist immer noch das erste Game. Es ist übrigens auch nur auf 3-0, wir müssen das ändern hier. Wir haben letzte Woche so Drunken Random Dings mit zwei Stocks. Oh mein Gott, diese Abwehr war Big Brain. Und ich dachte, Beach Mace hätten kein Brain, aber anscheinend doch. Vielleicht war es aber nur Glück. Ich wollte nur anmerken, dass die Spieler uns hören können. Wir sind 2 Meter von dir entfernt. Ich dachte, die Beach Mace haben kein Brain, weil sie sowas machen können. Ja. Und dann kriegst du 40%. Also ich würde da ganz, ganz klar auch sagen, so auf so Mid-Level-Niveau ist halt auf jeden Fall Peach der allerbeste Charakter. Bei weitem. Ja, Peach und Ice ist vielleicht noch. Ne, Marv und Sheik sind auch noch, spielen auch ganz mit oben, weil es super ist. Weit oben, aber ich glaube halt nicht so weit wie Peach. Naja, mit Marv kannst du F-Smash pammen. Ja, aber wenn man nicht spacen kann, auch wenn Marv nicht spacen kann, du kannst immer down-smashen. Oh, okay. Oh, okay. Die Kanten Buchs bauen aber immer noch mit 100% Führung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Farben richtig sind. Ich kann mich da gar nicht aus. Ich glaube, das sind richtig. Ja, hol dir was zu essen. Buchs spielt immer blau. Also alles. Buchs spielt blau. Oh, und 1-0 für Buchs Arbol. Was? Arbol ist blau? Arbol ist blau. Buchs Arbol. Tree. Buchs Arbol. Arbol Buchs. Oder Buchs Bauch heute. Oh, Digga, wir müssen da ganz kurz updaten hier. Bitte respekt ein bisschen. Es ist halt E-Sports-Friendly-Commentary. Wahrscheinlich, Alter. Family-Friendly. Das sind Drunkunati-Commentary. Das kann gar nicht E-Sports-Friendly sein. Ich mach das Fantasy-Spiel. Das war gerade. Kunati kommt raus, geht zu Ofis und sagt, ihr seid Verlierer hier.
Ufer ist noch im Bracket. Und dann habe ich ihn danach nochmal gesucht. Ja, dann, weil ich ihm sein Verliererbier geben wollte. Sagst, dann hat Konati gesagt, ich bin komplett trocken. Geht rein. Ufis! Ich habe halt den anderen Menschen gesucht, den ich gesucht habe. Aber ich weiß nicht, Olaf, warum bist du denn nicht hier? Du geiler Pikachu-Main. Ja, weil Bijosh hier besser ist als Olaf. Natürlich. Das hat mir gar nicht behauptet, ne? Wir wollen hier auf jeden Fall den richtigen Trainer. Oh mein Gott! Noch eine Stitch! Richtige Pitchmains am Werk! Bijosh ist besser. Bijosh ist besser als Ex. Fang auf! Also wir wissen, wer die besseren Downsmashes hat auf jeden Fall. Es ist so gut anzugucken, Double Jump vom Peach und dem Okay, das war sogar ganz cool. Kannst du einen Downsmash-Counter reinmachen? Und jedes Mal, wenn Downsmash gemacht wird, wird er erhöht. Ey, ich glaube, ich mache Money-Match mit meiner Peach gegen die beiden. Welche? Bei den beiden? Ja. Wir bräuchten eigentlich so Downsmash. Meine Peach ist sick. Nein, deine Peach ist so scheiße. Eigentlich sind alle meine Charaktere low. Nein, sind sie nicht. 0-2 reicht aus. Singen, ich try hard. Oh, noch eine Stitch! Das ist der richtige Buchs, ne? Wenn er gegen Rifka nicht so lucky werden würde, dann würde Rifka ihn 3-0. Keine Chance. Kann jemand seinen Controller checken? Er zieht nur Stitches. Sein Controller hat ein Arduino. Er hat ein Macro, damit er nur Stitches zieht. Er hat das Samen drin. Was geht so? Buxus R an Jesus ist godlike. Buchs Glück ist einfach schmutzig. Hä? Ist nicht. Oh, Downsmash! Warum ist Dennis nicht hier? Er hat als einziger Ahnung von dem Match. Ich glaube, es geht darum, wer die besseren Downsmashes trifft. Und ich glaube, das ist Buchs gerade. Meinst du? Weißt du, der mit der Two-Stock-Lead ist der führt? Das ist. Na, Two-Stock sind keine. Das ist eine messerscharfe Observation, du sein. Zwei Stöcker sind keine Führung. Vorne zwei hinkommen, was ein Shit. Das war safe mit Chill Pressure. Dachte Robert ist Favorit, warum lose gegen Typ mit Zopf? Okay. Robert ist gerade in Fuego, aber. Oh mein Gott! Guck mal! Oh nein! Er wurde Berlins Special in Berlin. Das ist schon peinlich, Mann. Alles, was er braucht, ist ein Daumen. Er wurde Berlins Special in Berlin von einem Nicht-Berliner. Vor allem. Oh! Ja, das ist natürlich. Ein Downsmash muss ich wieder lieben. Ein Downsmash ist kein Lied. Ein Downsmash ist kein Lied. Das sieht schon sehr aus wie ein Lied, würde ich sagen. Nee, Mann, das ist kein Lied. Das ist kein Lied. Zwei Stitches und hast. Oh shit. Zwei Stitches und dann hast du verloren. Sind wir dann verloren. Zwei Downsmashes und das Game ist vorüber. Das hat noch getroffen, das ist interessant. Aua! Das war's. 2-0. Mann, dreimal gebobbt. Wow, wird die Top 8 doch richtig langweilig? Nur Free. Egal wer gewinnt, ist nur Free aus einfach. Julian, meine Prediction ist, dass Peach gewinnt. Okay, Robert, komm, fix dein verrückt, Arschloch. Alter, verrückt. Fix dein Arschloch und fix mein Arschloch. Was? Aus Bayern. Im Arschloch fliegt. Aus Bayern. Nicht dreckig. Oh, noch einer. Einer geht noch. Ich weiß, wo das herkommt. Ich glaube, von Belgien. Fick mein Arschloch. Ey, das erste Mal, dass ich Bell getroffen habe, habe ich ihn fast aus meinem Zuhause gebannt, ne? Vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren. Meine Freundin hat ihn gehasst. Deine Freundin? Ja. Ja, ich würde, wenn ich meine Freundin wäre, dann würde ich Bell auch hassen. Wenn ich meine Freundin wäre, dann würde ich Bell auch hassen. Also, das weiß ich als Fakt so. Ich kenne die ganz gut eigentlich. Ich würde Bell hassen. Das waren ja so die Zeiten, wo man Smash Fest bei sich zu Hause gehostet hat, ne? Kenn ich gar nicht mehr. Heute gibt's nur Netplay. Das ist so traurig. Aber ich nur noch Netplay mit Fake-Accounts. Ja. Ich bin dieses Jahr vielleicht, also zu 90% in Chile. Das heißt, es gibt kein Weihnachts-Smash dieses Jahr. Es gibt kein Weihnachts-Smash dieses Jahr. Aber letztes Jahr war sick. Wir waren alle so drunk und es war so gut, Alter. Weihnachts-Smash, das war echt. Meine Haare waren so im Arsch. Meine Haare waren so im Arsch. Und ich glaube. Hättest du meine Haare sehen müssen? Ich stand einfach so mit, weil ich so eine Weihnachtsmütze von dir ausgegeben habe. Ja, stimmt. Ich hab jeden Weihnachtsmütze ausgegeben. Das war richtig geil. Das war krank. 2 € Weihnachtsmütze. Wenn du sagst, dieses Jahr wäre ich dabei. Nein, ich bin nicht da dieses Jahr. Es gibt kein Weihnachts-SF. Du bist zu spät. Wir müssen hier ein Weihnachten. Ja. Du musst Senu fragen, wie das Weihnachts-SF war. Senu! Hey Senu, wie war das Weihnachts-SF? Halt die Schnauze. Denn ich auf dem. Das machst du nicht. Auf dem
Ey, aber der, wenn der Cookies fickt, Robert in den Arsch, in das Digga, Arschloch, ne? Digga, bumst ihn da richtig, Alter. Was ist denn da? Also Bugs ist auf jeden Fall am Hustlen. Ja, der ist auf jeden Fall am Mara-Level heute. Ja, oder? Jetzt hab ich teuer. Der hat richtig lang, der Junge. Warte, das nächste Turnier ist ein Stitch. Also Bayern hat schon ganz Glück, dass sie gegeneinander müssen. So ist das ist wirklich der einzige Weg, wie sie in Winners Semis, Winners Finals ran. Ne? Das ist aber super witzig, dass jetzt die Bayern Pizza. Ey, wer Geldjunge auf der anderen Seite ist. Also, Geldjunge und Alex würden die halt beide boosten, glaube ich. Das halt. Geldjunge so zwei Faustballtennis. Bisschen Bracket Luck auf jeden Fall. Alter, das ist nicht mal ein 8 oder geht schon voll. Das ist gefährlich. Geldjunge wird gerade von fucking Lemons aufgewertet. Ja, das wird 6. Ey Chat, bitte verrät uns, was wollt ihr hören, was wollt ihr sehen? Was sind eure Lebenswünsche und Lebensvorstellungen? Außer das. Tiefer! Außer das. Ein bisschen sehr viel Geld. Drückt eins für ein Weihnachtssmashfest. Ja, drückt eins für ein Weihnachtssmashfest mit Stroh 80 und Glühwein. Ich würde vielleicht rausfliegen zu Chile, nur um dahin zu gehen. Zu Chile. Ey, das war so geil letztes Jahr. Ich fand's richtig geil. Wir waren alle drunk, Alter. Lucy war drunk, ich war drunk, Senu war drunk, Dennis war drunk. Ich hab mir die Worte angeguckt, Clipper konnte nicht nochmal reden. Konsti war genervt. Ich war nicht genervt. Aber auch drunk. Ich war drunk. Wir waren alle drunk. Wie sollte ich genervt sein? Ich bin nicht genervt. Vielleicht soll ich nochmal bleiben für nur Weihnachtsessen. Oh. 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 Oh mein Gott. Ist das Robert? Ist das Robert? Fickt ihr Arschlöcher? Oh! Fickt ihr Arschlöcher tief? Entschuldige mal. Das ist hier nicht E-Sport. Was E-Sport? Ich will hier einen Twitch-Partner werden, also willst du E-Sport lassen. Oh, stimmt. Ich glaube, sowas darf man sagen. Du darfst irgendwie keine Kinder vergewaltigen oder so. Double Down Smash! Double Down Smash, let's go! Vielleicht funktioniert das, wenn ich einen Stick nach unten drücke. Das ist ein guter Trick. Oh mein Gott, Dreamlap. Oh! Nein, Robert! Oh. Sterb nicht! Wir wollen noch ein Match hin! Noch ein Match! Wir noch irgendwie bezahlen oder nicht? Ja, klar. Okay, dann 50 Cent, oder? Oh mein Gott, das war's. Oh, 3 Und Fuchs Arbol räumt